Glück auf, ihr Lieben. Willkommen beim zweiten Buch von Schwingungen des Kosmos. Ich wurde bei den letzten Videos darauf hingewiesen, dass ich ein bisschen besser auf meine Aussprache achten solle. Die Sachsen verstehen mich gut, alle anderen haben ein paar Probleme, da ich Endungen verschlucke. Ich versuche mich zu bessern und darauf zu achten, was es mir ein bisschen schwieriger macht, diese Analyse von diesen Büchern zu tun, da ich ins Englische oder aus dem Englischen übersetze ins Deutsche und dann auch auf die Aussprache achten muss, das wird ein hartes Unterfangen. Aber ich werde mein Bestes geben, versprochen. In diesem Buch geht es um die Sternkonstellationen, die auf dem Mond sichtbar sind. Dann sind auf dem Mond auch die Ozeane, die Tiefen der Ozeane sichtbar. Das Bermuda-Dreieck wird eine Rolle spielen. Ein großes Kapitel geht um die schwarze Sonne, die quasi unter der Erdscheibe sitzt. Das werden wir dann noch sehen. Dann auch die Rotation des Mondes, die Achse der verschiedenen Mondphasen. Dann der Mond als Kompass, auch eine sehr interessante Sache. Dann schauen wir nochmal auf die astronomische Uhr. Da werde ich aber nur kurz drauf eingehen, denn die ist wirklich schwer zu verstehen. Da müssten wir uns vielleicht mit einem Video nur dieser Uhr widmen. Ich möchte nur etwas anhand dieser Uhr erklären. Dann schauen wir nach Atlantis und Lemuria auf der Karte und schauen uns ein bisschen das gerade Wasser an. Level Water, ja. Wir fassen zusammen vom ersten Buch, ja. Der Mond ist gespiegelt, die Karte der Erde, da werden wir gleich auch nochmal sehen, wie diese Karte gespiegelt wird und auf dem Mond zu sehen ist. Dann wurde kurz erwähnt, wie die Sonne und das Tageslicht entsteht. Da gehen wir auch hier im zweiten Buch noch ein bisschen mehr ins Detail. Dann auf die Konstellation, die Kreiskonstellation, dass wir quasi unser Nordpol nicht der Mittelpunkt der ganzen Erde ist. Dann hat man ein bisschen die Mondphasen. Und dann die Planeten als toroidales Feld, ja. Und natürlich die Klimazonen hatten wir auch kurz angesprochen. Hier gucken wir uns an, wie der Mond die Karte widerspiegelt. Und das muss auch so sein, denn der Mond ist eine gespiegelte Negativenergie der schwarzen Sonne. Werden wir dann auch gleich noch besser sehen. Also, wir nehmen den Vollmond. Im Vollmond, den drehen wir einmal um, spiegeln ihn quasi hier nach unten. Dann sehen wir diese große Landmasse, diese Landmassen. Und hier sieht man schon, kann man eine gewisse Ähnlichkeit erkennen. Ne? Australien und so weiter und so fort. Und dann schauen wir hier drauf und hier haben wir dann die Karte. Ja? Afrika, ja, Lemuria, Australien. Ja, hatten wir auch im ersten Video, Atlantis ist bei uns noch zu sehen. Hier haben wir den ersten Eisring. Das heißt, hierher zu kommen, wird ein bisschen schwierig. Wer weiß, vielleicht haben es ja im zweiten Waffengang die Deutschen geschafft, hier rüber zu kommen. Da gibt es ein paar Aufzeichnungen, dass sie mit dem U-Boot unter der Eisschicht durch sind. Und ja, Neuschwabenland, wie auch immer, da gibt es einige sehr interessante Akten, die da aufgetaucht sind. Aber das soll jetzt hier nicht Thema sein. Ja, dann schauen wir uns die Farben des Himmels an und natürlich auch der Mond mit den verschiedenen Phasen. Der Mond nimmt quasi immer die Farbe vom Hintergrund auf. Es existieren Wassermassen über unsere Erde. Ihr kennt diese biblische Darstellung mit dem Dom und so weiter und so fort. Da ist ein Wasser und diese Wasser ergeben den blauen Himmel. Ja, also nicht die spiegeln nicht das Wasser auf der Erde, sondern die haben das Wasser dahinter. Ja, so sehen wir auch den Mond. Der ist dann quasi, dadurch ist er weiß und ja, es ist nicht fluoreszierend, sondern wird dann durchsichtig. Dann können wir auch erkennen, dass der Mond rotiert. Ja, er zeigt uns immer dasselbe Gesicht, aber er rotiert. Und zwar im Uhrzeigersinn. Ja. Das hat einfach damit zu tun, dass er im Kreis über den Krater Erde zieht, ja, und dadurch sich der Blickwinkel auf den Mond immer ändert und er natürlich als Spiegel fungiert, als Plasmaspiegel, und dadurch rotiert das ganze Ding, ja. Das ist der Mond 1:30 Uhr. Da ist erstmal der Blickwinkel egal, kann man überall stehen. Es wird verglichen zwischen 1:30 Uhr und 4 Uhr und dann sehen wir schon, wie hier die Landmassen
rotiert sind. Er zeigt uns dasselbe Bild, aber sie sind rotiert. Ja, dann kann man natürlich das sich auch gerne wieder angucken und ausrechnen. Es sind 31 Grad, die er rotiert ist. Brauchen wir eigentlich nicht weiter dazu sagen. Er rotiert. Also in 2,5 Stunden ist der Mond um 29 Grad rotiert. Sehr interessant. Ja, hier sehen wir das beim Halbmond. Das heißt, wenn er im ersten Viertel ist, der Mondphasen. Und hier sehen wir auch, die Rotation ist natürlich dann viel schöner zu erkennen, wenn man den halben Mond hat. Er rotiert auch immer um das Zentrum. Hierbei ist zu beachten, dass das Zentrum, um das er rotiert, das Zentrum der kompletten Erdscheibe ist. Also nicht nur unserem Teil, was wir vorher gesehen haben, sondern dem kompletten. Ja, dann haben wir hier die Mondphasen. Natürlich geht es größer und kleiner, gehe ich nicht weiter darauf ein. Wenn er größer wird, dann sehen wir auf der linken Seite Terra Vista. Ihr habt es vorher auf der Karte gesehen. Terra Vista ist die Landmasse, zu der wir keinen Zutritt haben, beziehungsweise wo man erst um diesen Eisring oder unter dem Eisring durch muss. Oben drüber weiß ich nicht, ob das möglich ist, aber unten drunter durch. Und das ist zu sehen, wenn der Mond größer wird und wenn der Mond kleiner wird, dann sieht man das auch. Terra Vista ist das Letzte, was noch zu sehen ist, bis er kleiner wird. Ja, dann kann man sich gerne die Achse von dem Mond nehmen. Ich gehe jetzt nicht aufs Detail drauf ein, sonst wären die Videos echt zu lang. Vielleicht gehe ich nochmal drauf ein, wenn das jemand möchte. Lasst mich das einfach in den Kommentaren wissen. Hier sehen wir auch die verschiedenen Mondphasen, die Rotation, alles eingezeichnet. Dann ist es natürlich auch immer entscheidend. Das ist fast überall so. Ne? Ein System, was man beobachtet, ist auch vom Beobachter abhängig. Das heißt, der Betrachtungswinkel spielt auch eine Rolle. Vor allem, wenn wir den Mond als Kompass verwenden wollen, ja, dann muss man den Winkel finden, auf dem man den Mond betrachtet. Ja? Das wird hier passiert und wenn wir das passiert hier und wenn wir die Y- und die X-Achse finden, dann können wir das Ding auch als, ja, Kompass benutzen. Auch eine sehr interessante Sache. Ja, hier haben wir noch ein Beispiel, wie man den als Kompass verwenden kann. Man nimmt die obere, ja, wie soll ich es nennen, Hemisphäre, ja, keine Ahnung. Und dann kann man sich dadurch die Distanz und auch den Winkel ja, relativ leicht berechnen. Ist dann natürlich ein bisschen Übungssache. Und dadurch, dass der Mond rotiert, haben wir natürlich auch ein sehr schönes Indiz, wie man den als Kompass verwenden kann, vor allem zu den verschiedenen Zeiten. Ja, ich gehe da am Plus durch. Was wir also brauchen, sind diese Schritte. Ja, wir finden den vertikalen Horizont, wir finden die X- und Y-Achse. Dann ja, messen wir zwischen dem Horizont und der vertikalen Linie der Y-Achse die Phasen. Und dann finden wir die Richtung, wenn wir auf den Mond schauen, je nach Zeit. Ja? Also welche Zeit natürlich man da den Mond beobachtet. Hier haben wir noch ein zweites Beispiel, direkt am Mond fotografiert. Ja, hier haben wir den Blickwinkel mit eingezeichnet. Wie gesagt, ein Blickwinkel ist immer wichtig mit zu haben. Hier haben wir noch ein drittes Beispiel. Haben wir hier die Phasen nochmal eingezeichnet, dann der Zentrum, wo der Mond ja, rotiert. Und dann haben wir hier in dem Fall ist das Norden. Ja. Und hier sehen wir auch unsere Karten. Also das ist quasi schon einmal ganz rum, aber es ist gespiegelt. Ja. Und das lässt sich dann natürlich auch auf diese Karte übertragen. Ja. Wir haben die verschiedenen Zonen und anhand der Zonen. Wie gesagt, wir müssen die Y- und die X-Achse kennen bei den Phasen des Mondes und es ist natürlich immer gespiegelt. Das muss man beachten. So viel zu den Mondphasen. Wir sehen uns im nächsten Video.